Küperin. Wo zur Hölle ist die Küperin? Kann ich einfach runterspringen? Schmiede, Handelshof, Versammlungsstätte. Ach cool, da kann ich mich porten. Ich meine, ja, ich hätte auch laufen können, aber ja. Ja. Hä? Wo zur Hölle bin ich jetzt? Ach so, Versammlungshalle ist es dann oben beim Schiff. Du. Arena-Schalter, bla 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 bla. Ja. Scheiße, nee, da wollte ich eigentlich nicht hin. Schmiede. So. Hallo, lad ein bisschen schneller. Wuhu. Schieb den Balken. Schieb den Ladebalken. Siehst du, Schieben hilft. Mit der Küperin. Ist immer noch ein bescheuerter Name, egal was man sagt. Warum hockt ihr da drüben und schaut blöd? Küperin müsste damit sein, ne? Ach, nein, ist sie nicht mehr. Halt, warte, warum hat er ein Frau-Ausrufezeichen? Wie geht es dir? Na, Jäger, hast du dich inzwischen an die Abläufe hier gewöhnt? Neue Welt, neue Regeln, da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Aber das wirst du, du musst es sogar, dein Leben hängt davon ab. Ganz abgesehen vom Leben der anderen hier. Schau dich um, schau dir die anderen an, auch wenn sie vielleicht seltsam oder verrückt wirken. Sie sind alle über das Meer gekommen, genau wie du, und sie haben alle ihre Pflichten getan. Sie haben sich die neue Welt gestellt und erkannt, dass man hier mit althergebrachten Methoden nicht weiterkommt. Das hat sie aber nicht aufgehalten, sie hatten die Überzeugungen. Besitzt du Überzeugungen, Jäger? Irgendwie bin ich jetzt abgedriftet in einen anderen Dialekt. Du solltest deine Kollegen kennenlernen, vielleicht färbt dann ja was von ihrer Verrücktheit auf dich ab. Ha! Oder er. Ha! Oder er. Ha! Keine Ahnung. Ach komm, da vorne steht die Alte. Ach, das sind alle drei. Oh, du bist so nett zu mir. Was, war das jetzt eine Anmache oder so? Die will was von mir, habt ihr das gemerkt? Also Fünfter, stimmt es? Du wirst uns helfen, das Lager wieder aufzubauen. Das sind ja tolle Nachrichten. Ich hoffe, du bist so gut wie dein Ruf. Wenn ja, haben wir viel für dich zu tun. Schließlich wird in der Kommission vieles studiert, nicht nur die Drachenältesten, mit denen du hergekommen bist. Nicht nur der Drachenälteste, Entschuldigung. Es gibt schon genug zu tun, um die Basis in Stand zu halten und zu verbessern. Ohne ein Hauptquartier kann man nichts studieren. Die Ressourcenzentrale hier ist dafür verantwortlich, die Arbeiten aufzuteilen. Alter, das macht meinen Hals fertig. Und sicherzustellen, dass sie erledigt wird. Zurück zum Geschäft. Deine Aufgabe ist es, ein Lager aufzubauen. Geh auf eine Expedition in den uralten Wald, finde einen passenden Lagerplatz und sorge dafür, dass er sicher ist. Wenn Monster beschlossen haben, es sich an deinem Ort gemütlich zu machen, musst du sie davon jagen. Verstanden? Der Beutezug ist zum Etablieren des Lagers. Okay. Ja, mit Ressourcen sind leider ein Forschungsanfragen sowie der Film untersuchen, wenn du die Ressourcen verwaltest. Die Beutezüge erfordern ein vorrangiges Register installieren. Wenn du Lieferanfragen abschließen kannst, indem du einfach die Objekte abgibst. Wenn du Untersuchungen. Ja, okay. Beutezüge. Laufe deiner Quest und Expedition, aber sieh dir den kritischen. Ja. Lager im uralten Wald aufbauen. Ja, das will ich machen. Jetzt? Okay, starten wir diese Expedition. Wir treffen uns am Tor. Ja, ich bin doch schon da. Was geht? Genau. Ach so?
Ach cool, ich kann die Welt auch einfach so betreten. Jetzt gerade sind wir in Astera. Wenn du zu einer Expedition aufbrechen möchtest, öffne deine Weltkarte und wähle ein Ziel. Für diese Expedition müssen wir zum uralten Wald gehen. Je tiefer wir in die neue Welt vordringen, desto mehr Expeditionen können wir starten. Eine gute Motivation, oder? Ja. Großjagras, Antianat und irgendein unbekanntes Monster. Ortinfo, Bonus, Blumen. Okay, jetzt können wir da einfach rein und können dann ein Lager aufbauen, wenn wir es geklärt haben. Das ist irgendwie interessant und cool. Oder erst cool und dann interessant. Die Reihenfolge dürft ihr euch aussuchen. Oh Gott, schieb den Ladebalken. Schieben! Schieben! Schieb den Ladebalken! Oder von der anderen Seite, zieh den Ladebalken ans Ende. Sag mal, Alter, wie lange willst du mich verarschen, Alter? Lad doch mal schneller. Ja, dann trinke ich erstmal was in der Zeit. Was für ein Bullshit. Ah. Tutorial, du kannst zu einer Expedition aufbrechen, indem du ein Ziel auf der Weltkarte auswählst, ohne vorher eine Quest zu akzeptieren. Gegensatz zur Quest ist das Ende von der Expedition offen, wodurch sie sich gut eignen, um die Welt zu erkunden. Das ist ja geil. Lass uns nach dem Lager suchen. Wie ich immer sage, falls ich Forschung? Das Lager zuerst erreiche oder du die Orientierung verlierst, öffne die Karte oder nutze die Spähkäfer, um mich zu finden. Ach scheiße, jetzt soll weitergeht. Grill einfach rohes Fleisch, bis die Goldbraun ist. Dann wenn du dich zu einer Quest gemeldet zu haben, begibst du dich auf eine Expedition. Du kannst so oft ohnmächtig werden, wie du willst. Nutze das, um nach Lust und Laune zu erkunden. Boah, ich krieg keine Vorräte. Was soll denn der Scheiß? Wie der findet das Lager vor mir. Der Idiot ist doch nicht immer losgelaufen. So, jetzt müssen erstmal die dran glauben, weil da habe ich noch keinen Ansicken gekillt. Nimm den Großen gleich. Oh, war's schon. Große Jagras. Komm her! Oh, der versucht schon wieder jemand. Oh, wie er schon wieder angefressen hat. Ah, jetzt ist er böse. Und ich treffe noch nicht, und ich treffe noch nicht. Du lahme Sau. Wenn wir schon dabei sind, machen wir noch Platten an. Oh Gott! Ah, verdammter Dreck! Rennt der weg? Ja, ja. Hab ich schon gesehen, dass du das vorhast. Greif mein Kätzchen an. Oh Gott. Alter, in die Richtung hat er sich jetzt gerollt. Willst du mich verarschen? Du kleine fette Sau. Oh oh. Obwohl sie so stinkig. Ja, kotz dich aus, Mann. Oh, wie putzig. Wir versuchen wegzurennen. Hey, Schwabbelmonster, komm her.
Verpiss dich. Ich bin hier gerade am fighten, Mann. Oh. Meine Waffe ist wieder auf Rot runter. Scheiße. Macht es. Wie schnell der läuft, der rennt da hinten. Kannst du das nicht viel schneller schleifen, Alter? Hauptschwabbelmonster. Boah, leck. Ja, ja, ja. Keep on rolling. Keep on rolling, rolling, rolling. Was hat er jetzt vorgehabt? Achso, der hat mal Katze angegriffen. Oh, wie er sich strampelt und strampelt. Das bringt halt gar nichts. Oh, wie putzig. Oh, jetzt hat er sich ausgekotzt. Oh scheiße, jetzt bin ich hier das Mikro knallt. Bist jetzt schon am Verrecken. Geh weg, du frisst jetzt nichts. Jetzt auch wegzulaufen. Feiges Schwein. Bleib doch mal stehen. Warte mal, schleifen wir erstmal. Der pennt ja sowieso. So. Und du feige Sau, jetzt geht's dir an Graden. Oh, war's schon. Cool. Nein, nicht schleifen. Aufnehmen. Alter, der kippt sich da gerade sein Alkohol rein. Jagras Lederhorn. Große Jagras Schuppere. Soll ich die kleinen Jagras noch auseinandernehmen? Ich hab doch zwei gekillt gehabt, oder? Ah, okay. Fußspuren. Boah, warte, das ist ein anderes Vieh. Auf der Karte kannst du einen Zielort für die Spähkäfer festlegen. Da ist irgendein unbekanntes Vieh. Zack. Zack. Malachiterz. Stark. Du auch. Großjagras. Irgendwas sieht mich. Ach, ihr bloß. Ja,
wie die feige Sau abhaut, sobald er sieht, dass sein Kumpel verreckt. Feige Schwein. So. Gehen wir hier hoch. Kann ich nicht einfach hier hochlaufen jetzt? Ah, jetzt. Also was heißt laufen, sondern klettern halt. Oh, was ist das? Das ist das andere Vieh. Oh, das ist bestimmt dieser komische Bimmelbim. Punga Punga oder wie hat das Scheißding geheißen? Ja, was bist denn du? Bitterkäfer. Ayanath. Was zur Hölle ist ein Ayanath? Okay, das ist dann ein anderes Vieh, Alter. Ist der dann unter? Oh, liegt der da? Das ist er nicht. Hier drüben! Ja, ja, Schnauze, ich bin hier gerade am Suchen. Letztes andere Vieh finden, das ist doch scheiße. Hoppla. Da ist auch Ayanas Fuß. Schleimspur. Oh, höre ich den? Dumm. Komm von da angelaufen, der ist da hinten irgendwo, oder? Hm. Huh. Fischforscher. Na, wie habt's, Jäger? Es gibt nichts Schöneres, als an den Tag mit Angeln zu verbringen. Ich bin der Glückspilz, den die Kommission beauftragt hat, Fische und Fischhändler ähnliche Wesen in der neuen Welt zu studieren. Eins musst du wissen, ich liebe es zu fischen, dafür. Eins musst du wissen, ich liebe es zu fischen, dafür liebe ich. Ich fische im Schlaf, ich schlafe mit. Nein, sowas sollte man nicht sagen, Alter. In der alten Welt hatte ich schon jetzt einzelne Fische gefangen, als dass ich. Jock. Das Monster ist so viel, leg ich damit an, deswegen sind wir nicht hier. Kann ich mir sofort geangelt, wie dem auch sei, ich brauche etwas Ausgleich zur Arbeit. Ich liebe es. Nein, zu angeln. Verpiss dich. Ja, ja, geh weg. Welches Monster? Wo ist es? Mir scheißegal, ob wir wegen dem da sind oder nicht. Wo ist es denn? Ich will es wenigstens sehen. Ich will wissen, was das ist. Da ist es. Da ist das Monster. Hier drüben. Oh oh.
verdammte Scheiße. Hä? Großes Gekritzel. Ach, das ist der Eierna. Stimmt, das war auch das Vieh, was man im... boah, sag's mal, in der Beta spielen töten konnte. Aber da hatte ich ein bisschen andere Ausrüstung wie jetzt. Ich glaube, da hat meine Waffe auf 600 Schaden gemacht oder so. Also. Hatte. Gemacht hat sie es oder so. Es macht ja den 600 Schaden. Es steht bloß drauf, dass es 600 Stärke hat. Was ist denn das da? Ausdauerinsektenlarve. Cool. Hat er diesen Insekt gerade gefressen? Du Sau. Was bist du für einer? Oh, eine? Oh, hallo, freut mich, jemand Neues hier draußen zu treffen. Ich bin für das Monsterlexikon zuständig. Meine Aufgabe ist es, möglichst viel über die einheimischen Wesen herauszufinden. Zu den einheimischen Wesen zählen kleine Tiere und Fische. Grundsätzlich alles, was die nicht frisst, und ich liebe sie alle. Irgendwie lieben die ihre Viecher zu sehr. Zu meiner Forschungsaufgabe gehört das Sammeln, Studieren, Aufzeichnen und Spielen von... Und mit einheimischen Wesen. Die neue Welt wimmelt geradezu vor unentdeckten Kreaturen. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ich habe nicht genug Hände. Genug Hände? Warte, was ist mit deiner... Wenn du mein Assistent werden würdest? Wenn du einheimische Wesen... Oh, verdammte Scheiße! Die dumme Sau hat mich verfolgt! Hilfe! Oh Gott, ich kann nicht mehr rennen! Oh Gott! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Hey Lunge, lass uns mal dann aufgehen. Ich gehe da hoch. Was zur Hölle war das, Alter? Kuljaku? Nun, wenn wir diesen Störenfried nicht loswerden, hält das Lager keine Nacht lang. Ah ja. Laut Kuljaku. Späfer können, ja. Komm ich da überhaupt noch auf? Um von einer Expedition zur Basis zurückzukehren, öffne die Weltkarte in der Gebietskarte und wähle Astera aus. Jage einen Kuljaku. Ey, warum leuchtet das so? Aber ich glaube, ich muss jetzt die Folge beenden, weil sonst wird sie langsam zu lange. Den Kuljaku, den zerlegen wir dann in der nächsten Folge. Und ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht und ich werde es auf jeden Fall weiterspielen. Das macht echt Laune schon wieder. Und ich fall langsam schon wieder in den Sammelwahn, Alter. Ich muss alles einsammeln. Also, dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und wie ihr seht, geiles Lager, was wir schon aufgebaut haben. Das läuft. Demnächst kommt der Whirlpool, der kommt da hinten ins Eck. Da hinten kommt die Sauna hin. Und... Da hinten kommt die Sofa mit den heißen Chicks hin. Also dann, bis zum nächsten Mal. Servus.
Die neue Welt.